Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Zoo Tycoon. Wir haben hier in unserem Park, den wir jetzt hier managen sollen, für unseren Headphone-Manager, einiges dafür getan, dass es den Tieren besser geht, die hier wohnen. Das hat echt gut geklappt, muss man sagen. Wir sind wirklich gut hier, das gefällt mir, sind gut vorangekommen. Was mir hier nicht gefällt, ist zum Beispiel noch sowas hier wie Gehege, wo nur ein Tier drin ist. Das ist hier der Fall. Das ist Ulubuawu oder so. Hatten wir den nicht im letzten Zoo auch schon? Das ist ein Nyala. Ein Nyala kann allerdings hier auch ganz gut in Gruppen leben. Ein Männchen, vier Weibchen. Wie viel Platz braucht das? 300 Quadratmeter. Wie viel sind hier drin? 394. Ich weiß nicht, ob das jetzt für zwei gilt. Weil generell finde ich das natürlich ganz schön, wenn wir hier Nachwuchs einfach bekommen können. Ich würde deshalb einfach spontan mal ein weibliches Nyala kaufen. Und gucken, ob das klappt. Wenn nicht, müssen wir uns noch was anderes überlegen. Zoo-Tierhandel. Ein weibliches Nyala, wenn es denn eins gibt. Ja. Aufnehmen. Zoo senden. Erstmal in die Quarantänestation. Und dann würde ich gerne Gehege. Art. Nyala. Den Futterbeschäftigung. In der Tat. Ist ja alles. Alles für dich. So. Krankes Tier entdeckt. Das sind also noch die Giraffen, die hier sich noch mit schlechtem Wasser leider getrunken haben. Wir haben eine steigende Geburtenrate Achievement. Das seht ihr gar nicht. Weil wir 73 Tierbabys erlebt haben. Ich denke nicht alle im Let's Play, weil ich habe ja ein bisschen was privat auch gemacht. So, wir speichern mal nochmal. Es gibt zwar Autosaves, aber das Spiel ist mir jetzt zum wiederholten Mal irgendwann abgeraucht. Wir haben echt ganz gute Fortschritte gemacht. Dementsprechend will ich da ganz gerne diese Korrektur einmal vornehmen. So, wir machen auf jeden Fall einen Gewinn. Aktuell nur von 6.000, aber das wird doch schon besser. Wir können schon mal gucken, schielen auf die nächsten Sachen. Wir sollen nämlich einen Grizzlybär aufnehmen. 14 Tierarten in Gehegen haben. Also ich würde gucken, dass wir hier auf jeden Fall natürlich ein Gehege hinsetzen. Ich denke, das ist ziemlich klar. Frage ist, ob wir hier so was machen wie diese Tour, dass wir die weiterführen. Egal, das gucken wir uns später an. Wir machen jetzt erstmal hier so einen Gehegeweg hier rüber. Was ist das für ein Weg? Mosaikweg nehme ich mal an. Nee, das ist auch falsch. Das hier ist das. Stairway to Heaven haben wir hier. Nee. Wie muss denn dieser Weg laufen? Gott! Was ist das denn hier? So. Das ist doch schon mal gut. Hier kann dann auf jeden Fall ein Gehege drauf. Und das bauen wir dann mal schon mal. Da soll der Grizzly war das, ne? Ein Grizzlybär. Wir gucken mal einmal bei Grizzlybären. Haben wir hier Quarantäne überstanden? Nein. Zoopedia. Grizzlybär. Zack. Ein Männchen bis zu ein Weibchen. Ja, dann machen wir ein Männchen, ein Weibchen und dann können die Nachwuchs bekommen, den wir dann verkaufen können. Für Arterhaltungspunkte. Quarantänephase überstanden. Jala. Ich hoffe, dass das passt. Von der Größe her. Ich wollte noch einmal ganz kurz. Jetzt lassen wir uns schon wieder hart ablenken. Einmal hier reinschauen. Ja, passt prima. Und dann einmal nochmal hier reinschauen, wo wir gerade die Warzenschweine, glaube ich, wieder hingesetzt haben. Das Zebra ist leider inkubiert. Ich würde gerne mit einmal die Warzenschweine. Hallo!
Pflanzen passen für das Warzenschwein überhaupt nicht und die Pflanze. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir noch ein bisschen mehr kurzes Gras kriegen. Ja, ist ein bisschen schwierig, dass man das... Wir müssen das natürlich trotzdem im Blick haben, was die anderen Tiere wollen. Für die Netzgiraffe hier. Gott. Ich brauche übrigens einen besseren, stabilen Rückzugsort. Interesting. Müssten wir vielleicht hier gleich nochmal einen neuen bauen. Einrichtung, Gehege. Brauchen die einen anderen Rückzugsort? Art. Netzgiraffe. Weil eigentlich fand ich den Rückzugsort hier ganz cool. Rückzugsort. Ja, leichtes Ding mal so. Okay, das ist mir zu riesig, um echt zu sein. Kriegen die hier nochmal so was? Wird ja wohl reichen. Ich wollte ja jetzt eigentlich so ein Gehege bauen. Dazu würde ich mir gerne einmal angucken. Schon wieder abgelenkt. Reicht denn jetzt das Gelände hier noch? Ja. Perfekt. Perfekto. Greift jetzt echt hier durch die Gitterstäbe und so. Spenden, Leute, spendet. Überall, wo geht. So ein paar Spendenboxen. Ich weiß, da steht schon eine quasi neben, aber... Ich kann nie genug Spendenboxen haben. Die darf ich leider nicht. Achso, das ist ein leeres Gehege, deshalb ist ja keiner. Netzgiraffe hatte Nachwuchs. Da, Kambo. Das ist doch schön. Mandril ist hungrig. Müsste es hier nicht mehrere Sachen geben zum Essen? Unter anderem die Futterplattform. So, ich wollte aber jetzt ja eigentlich für den Grizzly das Gehege bauen. Was braucht ihr denn? Ihr braucht wahrscheinlich eine Wand, die Kletterschutz und Grad 4. Schon nicht so wenig. Grad 4 ist ein Stahldraht. Erklimme allerdings. Aber ist ja mit Kletterschutz dann kein Thema. Den würde ich dann auf jeden Fall hier an dem Bereich setzen. Wir müssen dann noch einmal gucken, wie hoch. So. So, kann man das schon vorher einstellen? Ah ne, die sind ja nicht erklimmbar. Das ist auch egal. Ich hoffe, dass das hoch genug ist übrigens. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. So, wir brauchen natürlich einen Gehegeeingang. So. Und Barriere bearbeiten. Kletterschutz. Und dann überlege ich, ob wir das... Jetzt haben wir genug Gäste, also nur noch den Gewinn quasi hinkriegen. Das versuchen wir gleich. Ich würde aber jetzt eben gucken wollen. Zoopedia, Grizzlybär. Grizzlybär. Kletterschutz 4. Das ist mal 28 Grad. Wir werden also hier auf jeden Fall gucken müssen, dass wir da
Klimaanlage reinkriegen. Tierhandel, Grizzlybär, ein Männchen, ein Weibchen, bitte. Ein Männchen, das ist ganz schön alt schon. Haben wir nicht ein jüngeres Männchen? Ja. Aufnehmen. Und ein Weibchen. Und die beiden wählen wir aus und versenden sie kurz einmal in die Quarantäne. So. Euch geht's doch gut, ne? Euch fehlt ein stabiler Rückzugsort. Da wollte ich nochmal einmal für sorgen. Der Inspektor ist, glaube ich, bald da. In 4 Monaten. Von daher müssen wir da mal gucken. Galapagos-Riesenschildkröte. Galapagos-Riesenschildkröte. Rückzugsorte. Haben wir nicht. Müssen wir mal in die Forschung gleich gucken. Haben wir gar keinen Forschung? Auch nur einen Sicherheitsbeamten. Erdferkel hat bald Nachwuchs. Ich mag Erdferkel. So. Was denunziert ihr denn hier? Wegen Omorose. Wohlbefinden. Ja, weil du halt dreckiges Wasser gesoffen hast. Auch nichts hier. Guck mal, sind die klein. Aber du bist doch schon im Heilungsprozess, oder? Krank ist es nicht mehr. Du musst jetzt nur noch mal sauberes Wasser trinken, dann passt das schon. Okay. So. Grizzlybären müssen ja gleich kommen können. Wie gesagt, wir können mal einmal auf jeden Fall schon mal gucken, dass wir für das Gehege Klimaanlagen einrichten. Auf maximal, sagen wir mal, 20 Grad. Wollen wir nicht zu viel Stromkosten hier haben. Wenig. So. James hat die Quarantänephase überstanden. Yeah. Chloe allerdings nicht. Gut, dass wir hier das da reingesetzt haben. Wir schicken das trotzdem jetzt schon mal hier hin, das andere Tier. Ich weiß nicht, ob das hier hoch genug ist. Habe ich ein bisschen Respekt. Machen das mal hier ein bisschen höher. Ne, du sollst ja nicht ein bisschen höher. So. Und du ein bisschen niedriger wieder. Aber auch nicht so niedrig. So, finde ich gut. Das wirkt irgendwie ein bisschen sicherer, finde ich. Also, wir könnten auf jeden Fall schon mal eine Spendendose einrichten. Spendendose. Bildung braucht kein Mensch. Das Trinkwasser im Afrika-Gehege sollte schleunigst gereinigt werden. Das wird gereinigt. Hier eigentlich irgendwie das Ganze angeschlossen? Überhaupt nicht, oder? Jetzt fehlt hier übrigens komplett der Weg.
So, ist das denn jetzt angeschlossen? Ruf mal einen Techniker, mal gucken, ob der drankommt. So, wir haben Bronze übrigens erreicht. Danke. Ist doch schon mal schön. Es tut gut, nicht mehr ständig dem Lärm dieser Demonstranten ausgesetzt zu sein. Hätte mich ja weniger gestört, wenn sie Eintritt bezahlt hätten. Und trotz dieser Verluste höre ich von der Buchhaltung, dass du die Gewinnprognose erfüllt hast. Gute Nachricht. Du wirst diesen Monat bezahlt werden. So, Grizzlybär. Hier geht's bestimmt noch nicht so blendend. Das ist ja auch klar, denn das ist ja noch gar nicht auf dich ausgerichtet hier. Du brauchst etwas mehr Gras lang und weniger Erde. Nee, weniger Gras lang und mehr Fels zum Beispiel. So, das ist doch schon mal gut. Pflanzen. Pflanzung und Pflanzen für James sind nicht so gut. Nordamerika. Biome. Taiga. Gemäßigt. Tundra. Zack. Zack, zack, zack. Eine Buche. Noch eine Buche. Irgendwas, was ein Bär im Namen hat. Allein dafür kommt das schon hier rein. Ein paar Brennnesseln. Brennnesseln sind immer toll. Vor allem für die Pfleger. Azalee. So. Und noch ein Bergahorn. Jetzt, wenn du jetzt nicht genug Pflanzen hast, dann war ja auch nicht. So, und ein stabiler Rückzugsort wird hier noch benötigt. Für einen Grizzlybären. Da könnten wir natürlich auch mal sowas machen hier, wie eine Schlafmöglichkeit, einen stabilen Rückzugsort. Ich hoffe, das reicht. Ja. Und dann hier so ein paar schöne Sachen wie das hier, Sonnending, Reibsäule, Kletterbaum, schon brauchst du jetzt vielleicht nicht gerade. Haben wir schon was zu essen? Ich weiß es nicht. Essenstablett klein. Hast du Wasser? Ich glaube, wir haben kein Wasser. Wasserleitung. Wie sieht denn das mit Wasser aus hier? Ich weiß gar nicht, ob Wasserleitung dabei dann egal ist. Ich glaube ja. Ich glaube, die Aufbereitung ist wirklich nur für das Wasser, was quasi da ist. Inspektor ist angekommen. Louis bewegen. Hege 36. So, wie viele Spieler sind eigentlich bei mir im Park? Wir brauchen 14 Tierarten. Erhöhe das Wohlbefinden auf insgesamt auf 80% von dem Grizzly. Das ist es doch. Jährlicher Gewinn ist auch schon gut. Für insgesamt, achso. So. So, Übersicht, Tiere, Wohlbefinden, Duda, warum geht es euch so schlecht noch? Ihr müsst mal wieder was trinken, damit die Sauberkeit hier gut ist, weil die Sauberkeit ist inzwischen gut. Hat er jetzt eigentlich der Techniker das reparieren können? Ja, easy. Wohlbefinden. Ja, sind alles Tiere hier. Warum geht's euch denn noch nicht so gut? Was fehlt euch denn? Hier oben ist gut. Ein stabiler Rückzugsort für Galapagos-Schildkröten. Ah ja, die wollte ich, glaube ich, erforschen, aber irgendwie wurde nie geforscht, ne? Oder wie war das? Galapagos-Schildkröten. Kann nicht sein, dass wir dafür gar nichts haben. Ich glaube, wir brauchen auch ein paar mehr, Tierpfleger, weil die damit, beziehungsweise Tierärzte, weil die, glaube ich, sehr damit beschäftigt sind, sich einfach um unsere Tiere zu kümmern und deshalb gar nicht so unbedingt viel forschen können. Deshalb können wir uns nochmal einfach drei mehr.
Wir gehen sofort hier ins Gehege. Der Erdferkel. Ja, also hier ist echt das ein bisschen problematisch mit der Flüssigkeit. Also. Aber jetzt ist hier das auch schon erfüllt. Jetzt ist auch schon die Forschung abgeschlossen. Zumindest eine Mal. So, du trinkst jetzt. Qualität der letzten Flüssigkeitszunahme. Sauberkeit der... Also du schwimmst ja... Also das ist ja wohl hier mal... Da würde ich ja sogar raustrinken. Ne? Das würde ich nicht tun. Aber man kann da, glaube ich, tatsächlich draus trinken. Nicht, wenn ein Warzenschwein gerade durchfährt. Ah, das ist doch gut. So, also hört euch auf zu beschweren. Was wir brauchten, waren jetzt 14 Tierarten. Wir brauchen eh gleich noch einen sibirischen Tiger. Das heißt, wir sollten uns mal um ein neues Gehege für den sibirischen Tiger kümmern. Das ist ja dann hier wohl das. Würde ich mal spontan sagen. Marieren. Zoopedia. Sibirischer Tiger. Der braucht. Was brauchst du denn? Ein Männchen, ein Weibchen. Kletterschutz Grad 3 und über 3 Meter. Not bad. Also das Viecher. So, erstmal würde ich jetzt hier sagen, machen wir das den Weg mal ein bisschen länger. So. Und das lassen wir dann einfach mal so. Und dann machen wir jetzt eine Barriere. Habe ich gesagt, Widerstandsgrad 3, ne? Ja. So, ich hätte jetzt gerne direkt schon mal, dass wir das höher machen. Dass wir das direkt haben. Widerstandsgrad 3. Ja. Wir hätten vielleicht da schon direkt den Kletterschutz einsetzen sollen. Achso, hier übrigens auch. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Ja, auch egal. Nee. So. Eingang. So. Und dann müssen wir einmal nochmal gucken. Das ist alles 3 Meter hoch. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kletterschutz. Für. Nee. Eigentlich reicht es, wenn wir das so haben. Ja. Dann sieht das nicht so blöd aus. Zack. Zack, zack. Und dann gönnen wir uns einen männlichen, einen weiblichen sibirischen Tiger. Auch eine Werkstatt, so viel Müll vorhanden. Egal. Was sagt denn der Inspektor? Wir überprüfen, ja. Gut, mach das mal. Sibirischer Tiger? Richtig, ne? Forsche Grizzlybär bis Stufe 3 übrigens. Das ist auch ein Ziel. Dich. So. Erforsche. Ja. Aber vorher wollte ich noch einmal gucken. Sibirischer Tiger. Tierart. Tiere. Tierhandel. Tiermarkt. Art. Sibirischer Tiger. So, ein Weibchen. Und kein Männchen gerade. Das ist schade. Ist jetzt nicht so schlimm. Lebenserwartung 0% halte ich jetzt für nicht so verlockend, um ehrlich zu sein. So. Oh.
hätten das vielleicht einmal in die Hand. Egal. Es ist ja nur eins, kann keine anderen anstecken. Okay. Dann müssten wir natürlich nochmal gucken. Wir müssten 1600 Gäste haben. Das heißt, wir machen jetzt gleich mal Marketing. Und wir müssten, oder Werbung, Marketing ist das ja eigentlich nicht. Und müssten dann mal gucken, vielleicht können wir in dieses Gehege noch andere Tierarten reinkriegen, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wir haben allerdings noch hier ein leeres Gehege. Vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht gewesen für eins dieser Tiere. Ja, hätten wir aber umstellen müssen, das passt schon. Ich würde jetzt gerne einmal checken. Wir haben hier ja zum Beispiel Giraffen drin. Und wenn wir uns mal die Zoopedia angucken, wissen wir, dass wir die Folge beenden müssen. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wieder das Feuer klicken. Unten jetzt Aspekt von mir und dann habe ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.